Jeder weiß, durch Reibung entsteht Wärme. Ob bei der Luftkompression in der Fahrradpumpe, beim Rutschen auf dem Hosenboden oder im Automotor. Überall dort, wo Dichtungen im Motor dafür sorgen, dass Öl an der gewünschten Stelle bleibt, kommt es zu Reibung. Die Folge? Wertvolles Drehmoment wird in Wärmeenergie umgewandelt, statt in Vorwärtsbewegung umgesetzt. Die Effizienz des Motors sinkt. Eine der wichtigsten Dichtstellen am Motor ist der Übergang zum Getriebe. Eine Wellendichtung schließt die Kurbelwelle zum Kurbelgehäuse hin ab. Diese Dichtung so zu konstruieren und zu bauen, dass lediglich ein Bruchteil der Reibung herkömmlicher Wellendichtungen entsteht, war das erklärte Ziel der Ingenieure von Freudenberg Sealing Technologies. Denn minimierte Reibung bedeutet höhere Lebensdauer, geringerer Verbrauch und weniger CO2-Ausstoß. Die Lösung? Ein jedenfalls im Automobilbereich völlig neues Dichtungskonzept. Die Grundidee stammt vom Freudenberg Joint Venture Igel Burgmann. Die gasgeschmierten Gleitringdichtungen werden bereits erfolgreich in Dampfturbinen, Kompressoren und Turboladern eingesetzt. Doch zum Abdichten von Kfz-Kurbelwellen waren sie bislang ungeeignet. Zu groß, zu teuer und zu komplex. Also war Vereinfachung und das Entwickeln eines massentauglichen Herstellungsprozesses angesagt. Wir arbeiten seit fast 10 Jahren an dieser Innovation und ich glaube, sagen zu können, dass wir hiermit ein neues Zeitalter anbrechen. Sowohl für die Automobilhersteller, die solche reibungsfreien Dichtungen in den Motoren einbauen, als auch für uns als Freudenberg, denn wir haben hier eine Dichtung geschaffen, die es bisher noch nie gab. Das Funktionsprinzip ist simpel und deswegen genial. Zwischen zwei Gleitringen, der eine ist fest mit der Kurbelwelle verbunden, der andere mit dem Kurbelgehäuse, wird durch die Drehbewegung Luft in einen sehr kleinen Zwischenraum gepumpt und dadurch ein Luftpolster aufgebaut. Dadurch läuft die Levitex-Gleitringdichtung praktisch reibungslos. Seine Entstehung verdankt das Luftpolster mikrometertiefen Nuten in einem der beiden Gleitringe. Sie verengen sich zum Ende hin und bilden so für die Luft eine Art Sackgasse. Sobald der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht, staut sich die Luft in den Nuten auf. Ein Überdruck entsteht und bildet eine für Öl undurchdringliche Barriere, die Kurbelwelle und Kurbelgehäuse voneinander trennt. Eine nahezu reibungslose Wellenabdichtung wird möglich. Die Levitex-Dichtung hat bewiesen, dass sie auch unter widrigen Umständen einwandfrei funktioniert. Temperaturen von minus 40 bis plus 150 Grad Celsius oder eindringendes Wasser machen ihr nichts aus. Und auch der bei Motoringenieuren berüchtigte Arizona-Staub konnte der gasgeschmierten Gleitringdichtung nichts anhaben. Eine weitere wichtige Eigenschaft der Levitex-Dichtung ist die Unterdruckstabilität. Bei traditionellen Wellendichtungen hat ein Anstieg des Unterdrucks im Motorgehäuse immer einen Anstieg der Reibung zur Folge. Dies ist bei Levitex-Dichtungen nicht der Fall. Das Resultat? Der Unterdruck im Motorraum kann auf ein bislang unerreichtes Niveau gesenkt werden. Im Vergleich zu einer herkömmlichen PTFE-Radialwellendichtung reduziert Levitex die Reibung um 90%. Ein enormes Potenzial tut sich auf. Wären sämtliche Pkw in Deutschland mit der Levitex-Technologie ausgestattet, hieße das 146 Millionen Liter Kraftstoffeinsparung und damit 440.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen.